Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mal mit dir sprechen über das allerwichtigste Ding, wie du deinen Seelenplan entdeckst, beziehungsweise wie genau oder welcher erste Schritt du denn überhaupt gehen darfst, was denn überhaupt klar sein muss, um auch deinen Seelenplan zu entdecken. Also im Grunde genommen noch bevor du dich auf den Weg begibst, deinen Seelenplan zu entdecken, was da so der wichtigste Schritt ist, die wichtigste Erkenntnis, auf die alle weiteren Schritte aufbaut, damit du endlich ein freies, selbstbestimmtes Leben führst, wo du mal wieder Spaß und Freude in deinem Leben hast. Hallo liebe Katrin, schön, dass du dabei bist. Gib mir doch gerne mal, hallo liebe Julia, gib mir doch gerne mal einen Daumen hoch, wenn ich gut zu sehen und zu hören bin, damit ich das weiß. Ja, lass uns gerne mal darüber sprechen, was so denn das Allerwichtigste ist, was du wissen musst, bevor du dich wirklich so richtig auf den Weg machst, um deinen Seelenplan überhaupt zu entdecken. Du musst oder darfst überhaupt wissen, wo denn oder beziehungsweise wie denn dein Leben überhaupt ausschauen sollte. Wie dein ideales Leben nach deinen Vorstellungen denn eigentlich ausschauen sollte. Das ist mit das Allerwichtigste. Du musst das zunächst mal nicht so genau wissen, aber du musst schon mal wissen, wo denn die Reise überhaupt hingehen soll. Ich bringe dir mal ein Beispiel von mir, damit das mal ein bisschen deutlicher wird. Als ich noch, ja, im öffentlichen Dienst tagsüber 8 Stunden, Dankeschön fürs Daumen hoch, 8 Stunden am Schreibtisch gehockt habe, hatte ich immer so das Gefühl, ich bin hier nicht richtig, ich passe da nicht hin, das ist nicht mein Ding. Spätestens nach der Mittagpause war ich total energielos. Und manchmal war die Heimfahrt, ich hatte immer so 26 Kilometer eine Fahrt mit dem Auto zu fahren, war manchmal einfach ein Gräuel, weil ich einfach todmüde war. Und dann noch an so warmen Sommertagen, wenn es im Auto dann noch so richtig schön kuschelig warm war, es war ein Gräuel. Und wenn ich dann heimgekommen bin, kam die Energie mal wieder so ein bisschen zurück. Hallo liebe Karin, aber es hat in mir immer irgendwie so rumort, sage ich immer gerne. Ich hatte das Gefühl gehabt, da muss es doch noch was anderes in meinem Leben geben. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Was machen andere Menschen, die viel mehr Freude im Leben haben, die viel mehr Spaß im Leben haben, wo auch das Geld zu ihnen fließt, die dort sein können, wo es ihnen gerade gefällt, die sich tagsüber nicht verbiegen mit einem Job, der ihnen keine Freude macht, der ihnen lediglich vermeintlich Monat für Monat Summe X einbringt an Geldenergie, da muss doch noch was anderes möglich sein. Und daraus habe ich mir einfach so, ja, kreiert, auch wenn ich noch keine ganz klare Vorstellung damals hatte, wie denn genau mein Leben ausschaut, aber ansatzweise wusste ich für mich, ich will über mein Leben. Ja, das kenne ich auch. Julia schreibt gerade, ich bin schon energielos, wenn ich nur daran denke, dass ich ins Büro muss. Das kenne ich auch alles nur zu gut. Oh je. Vor allem sonntags nachmittags kam immer so der Gedanke auf, boah, morgen geht's wieder los. Auch wenn ich zum Schluss nur noch 2 Tage im Büro war, aber trotzdem die beiden Tage, Montag und Dienstag und alle 2 Wochen mittwochs noch. Ja, genau, da war jegliche Energie schon weg. Okay, danke für deine Ehrlichkeit, für deinen Beitrag hier, Julia. Aber du bist ja auf einem ganz grandiosen Weg. Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. Aus dieser, also ja, da war ich stehen geblieben. Ich denke, hier geht es vielen so. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie geht es dir, wenn du an deine Arbeit denkst? Diejenigen, die jetzt hier live zuschauen oder diejenigen, die später die Aufzeichnung zuschauen. Mal ganz ehrlich, das ist das erste Indiz, wenn du an deine Arbeit denkst, an deinen Job, an deine Stelle. Wenn du an die letzten 10, 20 Jahre zurückdenkst, im Hinblick auf deinen Job, auf das, was du beruflich gemacht hast, in der vermeintlichen Sicherheit, wo Summe X am Monatsende
auf dem Konto erschienen ist. Hallo, lieber Thorsten. Raubt dir das Energie oder schenkt dir das Energie? Raubt dir das Energie oder schenkt dir das Energie? Und das ist dann schon mal das erste Indiz, dass du weißt, okay, es darf mal in eine andere Richtung gehen. Denn schau mal, je länger und je mehr du Dinge machst, die dir Energie rauben, umso energieloser wirst du und umso mehr Disharmonien können auch in deinem Körper entstehen. Sprich, Symptome, die dein Körper dir schickt, Krankheitssymptome, was auch immer, die ich ja auch eine Vielzahl von Hinweisen von meinem Körper bekommen, dass das nicht das ist, wie ich weitermachen darf. Und irgendwann, wenn man im Leben dahin krebst, im wahrsten Sinne des Wortes, kleines Wortspiel, kommt der Krebs. Und das war für mich auch eine klare Botschaft von meinem, ja, wie soll ich sagen, von meinem Überbewusstsein, von meiner inneren Stimme, von einer Führung oder was, welchen Namen man auch immer dieser Energie geben möchte. Wenn ich jetzt noch eine Weile so weitermache wie bisher, dann bekomme ich irgendwann diese Diagnose von irgendjemandem auch noch gestellt. Und damit wollte ich mich wirklich nicht auseinandersetzen. Das war dann so die zündende Rakete für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich folge jetzt nur noch meinem Herzen. Und das war letzten Endes dann das Commitment mit mir selbst, wo sich auch alles in meinem Leben dann wirklich in eine ganz andere Richtung gewendet hat. Und das war so zunächst mal so diese innere Stimme, ich bin da falsch am Arbeitsplatz, das raubt mir Energie, das schenkt mir keine Energie und da muss es doch noch irgendetwas in mir geben, dass ich das anders gestalten kann. Und dahinter hat sich einfach auch das Thema das wahre Leben, wie ich es haben wollte, das hat dahinter gesteckt, nämlich frei zu sein, morgens aufzustehen, wenn ich wach werde und nicht, wenn der Wecker klingelt und ich völlig entgegengesetzt von meinem Biorhythmus aufstehen muss und abends um 9 Uhr denke, jetzt muss ich ins Bett gehen, weil morgen früh wieder der Wecker klingelt und tagsüber am Schreibtisch hocke und mich frage, was machst du hier überhaupt? Hallo, liebe Claudia. Einen Urlaubsschein abgeben muss jemandem, der oder die dann vielleicht noch jünger ist als ich, die dann darüber entscheidet, wann ich Urlaub machen darf, ob ich dann Urlaub machen darf. Überhaupt, dass jemand anderes mir vorschreibt, 30 Tage im Jahr darfst du Urlaub machen, die andere Zeit hast du hier am Arbeitsplatz zu erscheinen oder mich natürlich auch nach Kollegen richten, mich mit denen absprechen, überhaupt noch meinen Urlaub nicht frei planen kann, dass Monat für Monat nur Summe X zur Verfügung steht, dass ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe, wenn ich sage, ich möchte da mehr Geld verdienen, dass irgendeine Gehaltsgruppe da sagt, nee, mehr gibt's nicht, mehr geht nicht. Und was mir auch so im Herzen wehgetan hat, ist, dass ich meinen Kindern etwas vorlebe, was ich denen überhaupt nicht mit auf den Weg geben möchte, nämlich sich mit dem Leben und mit einem Beruf zu arrangieren, der nicht wirklich ihrem Herzen entspricht. Das war mit so der größte Seelenschmerz, der da in mir rumort hat. So, und wenn du dir jetzt mal darüber klar wirst, bitte, du musst nicht wissen genau, wie der Weg dahin ist, aber der allerwichtigste Impuls, der allerwichtigste Schritt, den du machen darfst, ist, dir mal einen Zettel zu holen, einen Stift, ein Blatt Papier und dir mal zumindest im Groben aufschreiben, wie dein ideales Leben denn ausschaut. Und da ist es sehr hilfreich, wenn du deinen Denker, deinen Verstand da mal als Beobachter einsetzt. Denn wenn du dann die Idee hast, zum Beispiel, du würdest gerne
Keine Ahnung, was kann die Intention von dir sein? Also bei mir war es die Intention, völlig ortsunabhängig, mich dort auf der Welt aufzuhalten, wo es mir, wo es uns gerade gefällt. Vielleicht ist es für dich da ein schickes, großes Einfamilienhaus irgendwo im Grünen mit Garten. Keine Ahnung, was für dich einfach so dein Thema ist. Und dein Kopf sagt dann, du bist jetzt so und so alt, also der Denker, und wie sollten das funktionieren? Das kostet eine halbe Million. Wie sollst du jetzt eine halbe Million aufbringen, um dieses Traumhaus dir zu kreieren oder was auch immer so dein Thema ist? Deshalb sage ich, erlaube dir mal da wieder zu träumen. Erlaube dir mal wieder die Dinge auszukramen, von denen du als Kind geträumt hast. Wenn du dich da nicht erinnern kannst dran mehr, und da ist vieles in unserer Kindheit einfach verschüttet worden. Es hat nichts damit zu tun, dass unser Gehirn die Kapazität hat, sich an Dinge von vor vielen Jahren zu erinnern, sondern dass vieles einfach verschüttet wurde, weil an schlimme, heftige Dinge, die irgendwann in der Kinderstube passiert sind, können wir uns ja auch erinnern. Nur unsere kühnsten Träume und das Erlauben, auch Tag zu träumen, das Erlauben, große Träume zu haben. Das sind so viele Schleier und Deckel über uns gelegt worden, dass wir uns das oftmals nicht erlauben. Und wenn wir uns da mal hinhocken und ein Blatt Papier holen und mal aufschreiben, dann kommt gleich so der Denker dazu und sagt, das soll doch nicht gehen, das kann nicht gehen, wie soll das funktionieren, du spinnst ja, ist ja völlig unrealistisch und solche Dinge. Deshalb die Einladung für diesen Moment, wenn du das machst. Schick deinen Denker, deinen Verstand mal gegenüber von dir auf den Hocker oder auf den Sessel oder lass ihn einfach auf deiner rechten Schulter hocken, dass er mit beobachtet. Aber werde dir mal klar darüber, wie denn überhaupt dein ideales Leben ausschaut und bring das mal zu Papier. Damit du einfach mal weißt, wo es hingeht. Metaphorisch gesprochen mal zwei Beispiele. Solange du dir nicht klar darüber bist, wo denn die Reise überhaupt in deinem Leben idealerweise hingeht, sitzt du auf einem Boot auf einem riesengroßen See und das Boot schippert von hier nach da, nach dort, kommt aber nie an einem Ufer an. Im Boot ist es noch so, dass du dein Leben lang in diesem Boot hockst, bis du dann irgendwann deinen letzten Atemzug machst. Vergleichsweise mit dem Flieger, wenn du dich in den Flieger setzt und deinen Flieger als dein Lebensflugzeug ansiehst und der irgendwann keine Energie mehr hat und auch kein Ziel, wo er landen soll, dann wird er irgendwann abstürzen. Und das war's dann mit dem Leben. Das ist jetzt mal ein krasses Beispiel, mit dem ich dich aber bitte auch mal wachrütteln möchte. Das Wertvollste, was du hast, das ist dein Leben. Meine Liebe, mein Lieber, du bist nicht hier auf die Welt gekommen, hast aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt, um dein Leben, das Wertvollste, was du hast und das Wertvollste, was du damit einhergehend hast, ist die Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen. Wir können da auch gerne im vertraulichen Gespräch miteinander sprechen, wenn du da sagst, ich kriege das auch alleine selbst nicht hin, da mal einen Faden zu finden, um mir mal mein ideales Leben zu kreieren, weil da so viele Muster und Prägungen in mir sind, die das verhindern. Auch das habe ich schon gehabt. Hallo, liebe Hilke. Auch das habe ich schon gehabt. Also da können wir auch gerne in einer Durchbruchssession mal drüber sprechen. In einer halben Stunde spätestens haben wir das durch, dass auch du dir erlaubst, mal wieder anzufangen zu träumen. Aber das ist mit das Wichtigste, dass du überhaupt mal weißt, in welche Richtung es geht. Und auf dem Weg dahin kann sich und darf sich alles weitere entwickeln. Da entdeckst du deine wahren Gaben und Stärken und dein Potenzial, sprich deine Seelenaufgabe, deinen Seelenplan, deinen Seelenberuf. Aber als allererstes darfst du wissen, wo es denn überhaupt hingeht. Und deshalb ist es so wichtig, dir darüber mal klar zu werden. Okay? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, hab viel Freude dabei, dein ideales Leben einfach mal so stichwortartig. Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Und wenn du da gar nichts hinkriegst, dann lass uns gerne auch reden. Da helfe ich dir auch gerne dabei.
weil das so primär wichtig ist, um alle weiteren Schritte da zu gehen. Okay? Alles Liebe, ganz liebe Umarmung, noch einen wunderschönen Abend, bis ganz bald. Ciao!